Benvenuti in meine Küche. Heute wir kochen Molto Carpaccio. Und auf Deutsch ist ein Tintenfisch Carpaccio. Was brauchen wir? Ich verstehe die Zutaten. Unsere Zutaten sind eine Laufstange, zwei Selleriestangen, eine halbe Sellerie, zwei Karotten, eine Zwiebel, geschnittene Knoblauch, Lorbeere, also ihr könnt entscheiden wie viel. Ich würde 3-4 reinmachen. Eine Sternanis, ein paar Nelken. Senfkörner. Senfkörner. Ich bello. Senfkörner. Ich könnte das nicht übersetzen, aber hier meine Regie hat für mich gemacht. So eine Senfkörner, ein Chili und deutsches. Unsere Wein. Vergessen wir nicht unsere Wein. Unsere Weißwein, halbe Flasche. Und Dulces in Fundo, unsere Pulpo. Jetzt machen wir alle unsere Zutaten rein in nasses Wasser. Und am Schluss halbe Flasche Wein, Weißwein. Das lassen wir erst 20 Minuten kochen und in 20 Minuten kommt unsere belle Pulpo rein. Die 20 Minuten sind vorbei und wir müssen unsere Pulpo reinmachen. Und wie ich von meiner Oma gelernt habe, wir müssen unsere Pulpo so stellen und in Wasser dreimal machen. So. Und die 1, 2, 3. Und dann ins Wasser. Und wir lassen unsere Pulpo jetzt leicht kochen für 80 Minuten. 18 Minuten sind vorbei und unsere Pulpo ist fertig. Unsere Pulpo ist raus und dann müssen wir die Füße schneiden und lassen ungefähr 5 Minuten abkühlen. So, wir schneiden die Füße, ein bisschen heiß, so ich hole eine Gabel. So. Unsere Pulpo kühlt ab und wir haben eine Plastikflasche geholt. Und wir haben die abgeschnitten. Einfach so. Dann habe ich ein paar, also 5 Löcher hier unten gemacht und so auch geschnitten. So, wir nehmen die Füße von unserer Pulpo. Wir machen rein die Flasche. So, versuchen wir die Füße unten zu machen, so. Sie, den Kopf machen wir rein. Okay. Jetzt müssen wir etwas nehmen, das ein bisschen Druck hier reinmacht und das Wasser hier unterkommt. Ich habe diese Flasche, weil wir noch schon ausgetrunken haben, mein Regisseur und ich. So, machen wir so. Wie ihr seht, das Wasser ist rausgegangen. So, wir versuchen unsere Flasche zuzumachen, so. Und ich habe extra hier die Plastikfolie vorbereitet. So, wir machen so. Unsere Pulpo ist eingepackt. Er muss mindestens 6 Stunden im Kühlschrank bleiben. Für unsere Dressing wir brauchen Petersilie, frische Petersilie, ein Saft von einem Zitronen, und halbes geschnittene Knoblauch. Wir brauchen noch Olivenöl, Pfeffer und Salz. So, wir machen unser halbes Knoblauch hier in diesem Mörser und dann wir drücken ein bisschen, machen ein bisschen Zitrone rein. Und Moment, ich mache einfach so ein bisschen. Dann noch ein bisschen Öl, etwas Öl rein, Salz, Pfeffer. Und jetzt können wir unsere Petersilie rein. Regie unten.
So. Wie wir unsere Pulpo hier geschnitten haben. Und haben wir auch die Soße hier schon fertig. Il nostro carpaccio di polpo è finito. Buon appetito!